Hi! So, diesmal gibt es eine ganz spezielle Folge von Lick of the Week mit mir, Peter Fischer, hier auf musikmachen.de. Also mal, steht ihr eigentlich auch alle auf diese völlig obskuren, bizarren Sounds, die Brian Carroll alias Buckethead seiner Gitarre entzaubert, hätte ich jetzt beinahe poetisch gesagt. Also ich finde das schon ziemlich cool. Und Brian Carroll, ganz, ganz virtuoser Gitarrist. Für diejenigen, die nicht wissen, mit wem sie da zu tun haben, der eine ganze Reihe Soloplatten gemacht hat, die wirklich sehr, sehr bizarr sind. Und man hat ihn, glaube ich, das letzte Mal so vor 15 bis 20 Jahren normal gesehen. Seitdem läuft er halt immer nur mit dieser Kentucky Fried Chicken Kappe und so einer weißen Maske durch die Gegend. Und und fabriziert Musik. Unter anderem auch auf der letzten Guns N' Roses. Und Ron Thal ist natürlich tierischer Gitarrist, aber also meine Lieblingsparts kommen eigentlich auf dieser Scheibe von Buckethead. Jetzt gibt es so ein paar Sachen, die ich auf Workshops und Clinics manchmal so zum Spaß anspiele, wo alle Leute aber direkt immer so nachfragen, so, ey, Alter, was ist das denn jetzt gewesen? Ne? Also, und das sind meistens so Gimmick-Momente, die dann so nach Buckethead klingen. Und die zeige ich euch heute einfach mal. Okay, wichtig, zwei Hände wieder, passt so ein bisschen zu Jennifer Batten und Steve Lynch, beziehungsweise den Clips, die wir dazu hier auf musikmachen.de schon veröffentlicht haben. Und das sind eigentlich, habe ich so das Gefühl, dass Buckethead sich seinerzeit dieses Unterrichtsvideo vom Steve Lynch sehr genau angeguckt hat. Und so eine Fingerübung, die Steve Lynch da zum Besten gegeben hat, um die Finger der rechten Hand zu trainieren, einfach dreisterweise bei Songs von sich gespielt hat. Unter anderem bei diesem einen Titel, der bei Guitar Hero brutal populär ist, Jordan. Ne? Das ist eine so eine Stelle, die eigentlich so klingt, als ob ein Videospiel gleich explodiert, beziehungsweise der Soundtrack dazu. Diese Aufwärmübung von Steve Lynch seinerzeit, die ging folgendermaßen. Man hat immer abwechselnd gespielt. Ne? Also rechte Hand spielt dasselbe wie die linke Hand, nur um ein paar Bünde versetzt. Und für alle diejenigen Freaks unter euch, die mehr so in Eight-Finger-Tapping einsteigen wollen, way to go. Also das ist eine coole Übung dafür. So, und Buckethead spielt ganz häufig live, aber auch auf einigen seiner Scheiben, so ein bisschen so eine abgespeckte Version, aber die dafür feilschnell. Sagen wir mal, wir wären in A, wobei die Tonalität also jetzt nicht ganz so eng zu fassen ist, weil, wie gesagt, so viele chromatische Noten dabei sind, dass man sich eigentlich nicht so richtig festlegen kann. Was aber auch wieder gut ist, weil man das einfach so drüber spielen kann. Ein paar richtige Töne, die zum Akkord passen, werden schon dabei sein. Und dann passiert eigentlich Folgendes. Dass er das abwechselnd mit zwei Fingern spielt. Und zwar in einem Abstand von einer kleinen Terz. Immer, wenn einem Zauberer der Zaubertrick quasi aufgedeckt wird, verliert dieser Lick natürlich total an Magie, wenn man sieht, wie es gespielt wird. Weil es ist, ehrlich gesagt, echt einfach. Als ich das zum ersten Mal gehört habe und das noch nicht dechiffrieren konnte, was da jetzt eigentlich hintersteckt, da dachte ich mir, meine Güte, was ist denn das?
Und vom Spielfluss und so weiter hatte ich mir schon gedacht, irgendwie, naja, okay, wird wahrscheinlich ein Two-Hand-Lick gewesen sein. Ne? Und weil ich einschlägig vorbestraft war, was das Thema anging, bin ich dann relativ schnell dahinter gekommen. Aber wenn man zum ersten Mal so ganz unvorbereitet auf irgendeinem Tonträger hört, denkt man sich erstmal so, was war denn das jetzt eigentlich? Okay. Der zweite Instant Buckethead Lick du jour geht folgendermaßen. Diesmal sind drei Finger mit im Spiel. Und das Ganze geht so ein bisschen rückwärts. Ne? Also, ich spiele wieder in einem Abstand von einer kleinen Terz, obwohl das eigentlich irgendwie fast keinen Unterschied macht, ob ich jetzt eine kleine Terz spiele oder eine Quarte oder was für ein Intervall auch immer. Aber mit der kleinen Terz klingt es schön dissonant. Und dann ist es Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger. Als ich zum ersten Mal diese Passage auf diesem einen Titel von ihm, Jordan, gehört habe, dachte ich mir, ja okay, den einen Trick hast du jetzt dechevriert, was ist denn jetzt mit dem, was denn da jetzt wieder? Okay, langsamer gemacht und dann, dann offenbart es sich einem relativ schnell, was da so passiert. Aber wie gesagt, so als akustischer Schockeffekt kaum zu überbieten. Hier ist nochmal die Geschichte mit drei Fingern. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, was eigentlich qualvoller ist, wenn man es langsam spielt oder wenn man es schnell spielt. Also der eine Apparat mit den zwei Fingern. Wenn man den akustischen Psychoterror noch ausbauen möchte, kann man eine Sache machen. Und die ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, um jetzt wieder die Finger von der rechten Hand zu aktivieren. Dass man quasi so ein Shape über die Saiten führt. Das geht so. Kann man rückwärts spielen. Heißt das, wenn man irgendwie unbedingt mal umziehen möchte oder seine Eltern bestrafen will durch Musik üben? Naja. Ihr versteht schon, wie ich das meine. Ne? Naja, also wie gesagt, ganz lustiger Typ, ganz interessanter Gitarrist, dieser Buckethead. Und jetzt wisst ihr, was wirklich passiert bei diesen Momenten, wo man denkt, der Computer stürzt ab oder es ist ein Zufallsgenerator. Alles gar nicht so schlimm. Und wer hat's aufgedeckt? Onkel P bei musikmachen.de. Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Tschüss, macht's gut, bis bald.